Porporini spielt Castrato Wars. Das ist ein Programm mit Opernarien, vor allem aus dem frühen 18. Jahrhundert, von den damaligen Star-Komponisten, sozusagen Georg Friedrich Händel und Johann Adolf Hasse und Niccolò Porpora. Und wir drehen uns letzten Endes um die Frage, wie war diese Opernwelt damals beschaffen. Obwohl es ja ein Instrumentalensemble eigentlich ist, das Ensemble I Porporini, ist trotzdem der Name des Ensembles angelegt eben an den großen Kastratenlehrer, der aber natürlich auch Komponist war und auch einen Teil der Arien, die heute gespielt werden, komponiert hat. Porporini spielt zwei Sinfonien von Johann Adolf Hasse, die nicht aus irgendeiner Oper kommen, sondern wirklich als Instrumentalkomposition von vornherein gedacht sind. Die werden relativ selten gespielt, sind aber äußerst schön und sehr lohnenswert zu hören. Es war wirklich, dass man merkt, dass die Musiker nah am Text spielen der Arie und verstanden haben, in welchem Kontext die Arie stehen. Das ist einfach für mich als Sänger großartig, weil ich natürlich mich vom Ensemble, die genau wissen, worum geht es gerade in dem Moment und was ist der Affekt und in welcher Situation ist der Charakter in der Oper, in der Geschichte gerade, hilft mir natürlich wahnsinnig, obwohl es ein Konzert ist, quasi wie in einer Szene sich zu fühlen, eingebettet in den richtigen Affekt getragen zu werden vom Ensemble.